Nee, ich hab schon eigentlich so einen Wunden kassiert. Aber der würde jetzt auf mich schießen, ne? Er schießt gleich, ja, auf kürzester Reichweite. Mit okay, gut. Ja, hier hast du einen Fade-Punkt. Dann habe ich noch einen. Und der trifft jetzt aber auch. Das sieht gut aus. Dann hast du den zumindest benebelt. Ich setze ihn auf Immobil. Der ist dann quasi gefangen. Und ja, kannst mit deiner... Hast du noch eine zweite Attacke? Nee, hast du nicht, ne? Nee, ne? Das, der Takedown war die volle Aktion. Zumindest sind das nur noch Lasergewehre, die dann auf dich und die anderen schießen. Octavius. Ja, wo sind denn noch Ziele, die ich irgendwie beballern kann? Du kannst sehen, die Gruppe, die auf Tordal zusprintet, die hat gerade ihre Deckung verlassen. Die sind im vollen Lauf und die könntest du umbrezeln. Das sind 6 Leute. Ja, dann mach ich das. Oh, jetzt sehen sie gut aus. Ja, die sind wohl alle hin, ne? Dann würfel nochmal den Schaden, spaßeshalber, aber bei einem Sturmbolter sollte auch das kein Problem sein. Die zwei weg, die also 30. Reich sind 30, das reicht, dann sind die alle raus. Und Tordal blickt sich wütend um, dass ihm die Ehre genommen worden ist und sein Octavius, das waren meine. Sprung ja, in die Leere ging. Dann ist wieder Wilhelm dran. Tordal, Bruder, ich hab dir doch noch 2 übrig gelassen. Ja, ich schau mich auch mal um. Sehe ich denn überhaupt noch was die Brüder übrig gelassen haben? Oder? Ja, also ein paar sind da noch. Du siehst 4, die in der Entfernung von 16 zu dir sind. Du siehst eingekesselt hinten noch auf 12 Meter Entfernung welche. Du kannst da quasi auch durch den Tisch durchschießen, weil du hast halt einfach einen schweren Bolter in der Hand. Da möchte ich mal auf die Jungs hier schießen. Ja. Auf die Jungs hier über mir. Gut. Wenn du genug Erfolgspunkte hast, dann kannst du natürlich auch noch die auf der rechten Seite weiter von Krei wegschießen. Ansonsten kriegt er gleich den vollen Lasergeschuss. Also 29. So, ich schieße auf die 41. Vollauto gibt plus 20, meinte gerade der Kollege. Plus 10 noch kriege ich. Ist die Entfernung, kriege ich auch noch plus 10 oder sind die zu weit weg, die Jungs? Das müssen 4 Erfolgs gerade sein, wenn ich das jetzt gerade sehe. Mit dem Sturmbeuter bei der Entfernung, das sind 4 Erfolgsgrade. Ja, perfekt, da sind ja auch 4. Genau, dann ballerst du durch die Holzverschalung. Entweder splittert das Holz oder aber die Knochen von den Xenokultisten. Und dann ist da zumindest Ruhe und nicht mal mehr Stöhnen. Sehen die denn bisher alle menschlich aus? Das sind alles Menschen. Da ist kein einziger Tau mit dabei. Ist auch keine Robotertechnik oder so etwas dabei. Das sind alles Menschen. Okay. Verräter. Und nach Wilhelm bin ich dran. Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Masse ist leider nicht mehr größer als 10. Doch, sie ist genau 10. Dann bekomme ich zumindest... Aber sie muss doch größer als 10 sein. Warte mal, habe ich jetzt 11 oder 10? Das sind 2, 3, 4, 6. Das sind 4, 7. Ich komme auf 12. Ja, die. Nee, der eine ist bewusstlos bzw. gefangen genommen. Es sind 11. 99. Die Lasergewehre rucken alle in deine Richtung. Allerdings springen die jetzt so ein bisschen hinter die Trümmer, nachdem sie gesehen haben, wie Bruder Wilhelm direkt von oben aus der Decke gefallen ist und versucht sich so ein bisschen vor dem Sturmbolter in Sicherheit zu bringen und während die Lasergewehre dann auch irgendwie heiß gelaufen sind, irgendwelche Batterie- oder Munitionsschächte, die ausgeworfen werden sind, könnt ihr noch erkennen, wie eine weitere Gestalt hinter Bruder Wilhelm auf den Boden springt und es ist die massige Gestalt von Watch Captain Brand. Salamanders. Nice. Dann nächste Kampfrunde. Tordal. Nachdem ich dann gemerkt habe, dass mein Bruder mir meine wohlverdienten Tötungen geklaut hat, mache ich so einen Satz und zünde dann das Jetpack in diese Richtung. Ich schaffe das. Lohne Probleme in die Richtung und mache einen Sturmangriff. Das schaffst du? Mit dem Sturmangriff den Sprung? Das glaube ich nicht. Wie viel Meter sind das? 50 Meter. 60 Meter.
Schaffst du 60 Meter? Nee, also meine Gewandtheit ist mittlerweile über 60. Ja. Und ja. Sprungmodul bringt nochmal plus 20. Also schaffst du 80 weit. Meter? Ja. Nee, guck doch mal auf deinem Charakterbogen, da steht unter Sturmangriff, wie viel Meter du da weit kommst. Bei mir sind es zum Beispiel 18. Du müsstest ein bisschen mehr haben, aber nicht viel. Also was du auch machen kannst, ist... dann... Das geht dann, auch. Hast die gesehen und springst du durch diese Verschalung hindurch direkt in die rein. Das kannst du auch machen. Da sind noch vier Leute. So, dann nehme ich die vorne die. Dann geht's dann da durch. Dann mach so. Angriffe. Jo. Der erste trifft. Ja. Der zweite muss ich. Ja, der zweite trifft nicht. Es wird immer noch als Horde behandelt, die weichen also nicht aus, die nehmen das alles stoisch hin. Beziehungsweise. Der zweite trifft aber nicht. Der zweite nicht? Was ist mit dem dritten? Den dritten hast du nicht. Doch, der zweite trifft. Dadurch, dass es nur 71 ist, passt es. Nee, der zweite trifft. Nee, ich habe nur zwei. Genau. Weil ich den Sturmangriff gemacht habe. Zwei weitere tot. Du kannst sehen, wie der Watch-Captain selbst zu einem eigenen Sturmangriff angeht, allerdings nicht mit einem Sprungmodul, sondern einfach, weil er wahrscheinlich durch den Tisch hindurchläuft, der jetzt auch zerschossen herumliegt, und dann die beiden Kultisten wird er an der Kehle packen und gegen den Stein drücken. Also er wird sie jetzt nicht umbringen, aber auf alle Fälle aus dem Kampf nehmen. Die sind also auch raus. Einer links, einer rechts. Und es knackt widerlich. Zumindest einem ist der Kiefer höchstwahrscheinlich gebrochen. Zumindest leben sie noch. Zustand Runde. Und nach Tordal ist Krai wieder dran. Ja, ich nehme die nächsten beiden und lass mein Kettenschwert rumschwingen. Ja, machst eine kleine Bewegung in die Richtung, dass es 2 Meter oder so, die du auf die zuspringst, und hämmerst dann dein Schwert auf sie rauf. Und ich hau zweimal daneben. 65? Nicht geschafft? Ja, ich habe ein Kampfgeschick von 48. Und wenn es da keine Boni gibt, dann schlägst du zu. Er taucht ein bisschen drunter durch, beziehungsweise stolpert, das ist wohl nicht wirklich von ihm gewollt. Und drückt mehrmals das Lasergewehr in deine Richtung ab. Passiert wohl aber nichts, weil die Laser wohl überhitzt sind oder so. Nach Krai kommt Octavius, der mit Roma unten auf dem Boden steht, neben der großen Boxanlage. Kann ich die nördlich von Bruder Krai noch treffen? Boah, sehr schwierig. Also mit einem Malus von 20 würde ich dir das zugestehen. Ja, dann mache ich das. Auch mit dem Sturmbolter? Ja, ja. Vollautomatisch wie immer, ne? Genau. Ja, ich treff 2 Erfolgsgrade, also 3 Ziele. Auch mit dem Malus von 20? Ja. Dann sind 2 raus. Es müssten sogar 3 raus sein. Soll ich Schaden würfeln? Ich glaube, das ist bei. Die haben eine Rüstung von 4, also fallen die halt um. Ja. Dann sind noch 2, 3, 4 Leute da. Nach Octavius kommt Wilhelm. Und zwar, ich möchte nur diese beiden hier erwischen, weil ich ja Krall nicht in den Rücken schießen möchte. Also möchte ich nur auf die beiden schießen. Also den dritten würde ich dir auch noch zugestehen, das ist in Ordnung. Ja, aber ich will sie mir auch nicht wegnehmen. Also er ist jetzt ja schon dahin gelaufen. Er wollte sie auch gerade schon hauen. Ja, ihr müsst bedenken, Krai ist auch schon verwundet, ne? Also wir müssen eher gucken, dass wir dem jetzt nichts übrig lassen. Ja, das ist Krai ist auch der Nubi. Ja gut, dann halten wir drauf und wir ballern einfach frontal vor die Wand. Ja, die haben sich wie gesagt gerade vor die Entdeckung gebracht und du siehst sie einfach nicht mehr. Du weißt, dass sie da irgendwo sitzen müssen, Stein und Holz spritzt. Deine Beutermunition explodiert fröhlich und... Ja, nichts weiter passiert. So, nach Octavius bin ich dran. Ich habe noch eine Masse von 4. Die schießen ganz normal mit Laser. Das ist getroffen. Die machen sagenhafte 1W10 plus 2 Schadenspunkte an Krai. 6 bleibt in der Rüstung hängen. Die restlichen, die noch da sind, schießen auf dein Keramit und da passiert gar nichts. Nächste Kampfrunde. Oder?
Ja, die beiden hier waren jetzt auch erledigt, richtig? Die sind aus dem Kampf. Also du kannst natürlich den Watch-Captain seine Beute abnehmen und einem Salamander die Zivilisten malig machen. Das ist nicht ehrenhaft. Vor allem hast du dann auch ein Problem. Ja, aber da hinten sind jetzt noch die beiden und einer hinten, richtig? Vier Leute insgesamt, ja. Ja, genau. Ich habe das mal nachgeguckt. Ich schaffe tatsächlich 38 Meter mit Sprung. Ja, dann springst du da an die Trümmerstücke. Ja. Und ihr könnt wohl die restlichen vier ohne weitere Probleme dann töten. Bruder Thordal kann mit seinem Kettenschwert auf sie einhieben. Und Krai, möchtest du noch einen überleben lassen oder möchtest du beide töten? Ich habe doch den einen schon umgehauen. Ja. Der lebt doch noch. Der lebt noch. Da hätte ja sein können, dass du weitere gefangen nehmen möchtest. Ihr habt ja noch zwei weitere vom Watch Brand. Und ich bin sehr sauer, dass die durch meine Rüstung durchgekommen sind. Ja. Dann kannst auch du die töten und um euch herum bleiben nur Leichen liegen. Und während ihr euch wieder so ein bisschen versucht zu reorganisieren, auf die dampfenden Haufen von menschlichem Fleisch blickt, da seht ihr, wie eine weitere Servorüstung nach unten kracht von dem Stockwerk darüber. Dieses Mal allerdings wesentlich kleiner und ihr erkennt die Inquisitorin Adriel Quist vom Ordo Xenos. Inquisition, ihr seid alle festgenommen. Oh, alle tot. Cry würde den Ohnmächtigen am Fußgelenk packen und zu ihr rüberschleifen. Sehr gut. Ja, also ich mache mich mal so langsam auf den Weg nach oben, da diese 10 Stockwerke im Treppenhaus, das muss ich halt irgendwie joggen, ne? Ja, du kannst, wie gesagt, auch die Treppenhäuser sind groß genug, du kannst da auch mit dem Bike hochfahren, wenn du willst. Ja, also ich meine, ich kann das zwar, aber ich möchte mich jetzt nicht blamieren. Gut, okay, dann wird das eine Zeit dauern und nach grob eine anderthalb Minuten wird Bruder Octavius im Gang auftauchen. Derweil ist der Watch Captain Brand auch schon mit seinen beiden Gefangenen in die Mitte gegangen, hat sie dann auf den großen Haufen gelegt, wo dann der dritte Gefangene ist und steht jetzt erstmal schweigend neben Adriel Quist und auch Bruder Wilhelm, den ihr ja selbstverständlich schon kennt. Und der an ihrer Seite eben heruntergekommen ist. Ja, und nachdem dann auch Bruder Octavius und die anderen gemeinsam mit Bruder Gabriel eingetroffen sind, könnt ihr euch umsehen. Es sind viele Lasergewehre und zwei Taugewehre mit dabei, beziehungsweise 3-4. Die waren allerdings vorher schon tot, nachdem Octavius da reingesiebt hat. Also, dass ihr jetzt vier Pulsgewehre der Tau habt. Die würde ich ganz gerne mal sichern, ne? Also diese Gewehre sollten wir nicht hier rumliegen lassen. Genau das. Und dann gebe ich euch recht. Liegen da Leichen, die irgendwie, haben die Rangabzeichen? Gibt es irgendwelche Offiziere? Das ist PVS und das ist so ein Sergeant ist dabei, vielleicht ein Hauptmann bis dahin, aber nicht höher. Tot? Tot, ja. Ja, dann will ich mal sein Gehirn essen, ne? Okay. Falls der Kopf noch intakt ist. Ja, wirst du dann einen derjenigen suchen, die wo der Bolter von Wilhelm oder von Octavius nicht das Gehirn zermatscht hat und irgendwo an der Wand klebt, brichst dann mit einem Knacken deines Panzerhandschuhs den Schädel auf, nimmst dann die Schädelplatte ab und beißt einmal herzhaft in das weiche, saftige Fleisch und wirst geflutet mit Erinnerungen. Politische Niere ist es nicht. Homophagea. Ja, genau. Der kurzfristige Zugriff auf Fertigkeiten durch das Essen von Teilen des Fleisches. Ah, ich hatte irgendwie gedacht, dass wir auch Zugriff auf die Erinnerung kriegen. Ja, genau. So. Der kurzfristige Speicher. Du weißt auf alle Fälle, dass sie unter einem Hauptmann hier stationiert worden sind. Sie wussten nicht, auf wen sie lauern. Sie wussten nur, dass Space Marines kommen. Und sie sollten sich mit allem, was sie haben, gegen diese Marines werfen, weil die Marines einfach ihren Heimatplaneten wegnehmen. Das Imperium selbst ist sowieso schon schadhaft. Sie haben nichts zu essen und der Einfluss und auch der Handel mit den anderen beiden Quarantänewelten wurde unterbunden vollständig.
auch mit dem anderen Imperium, obwohl man zwar erobert worden ist und einsichtig war, hat wohl der Feldmarschall Eben Grave hat angeordnet, dass diese Quarantäne verhangen wird. Die leiden gerade massiv darunter. Und wenn die Space Marines jetzt kommen, um den restlichen Planeten wegzunehmen, dann kämpft man hier bis zum Tode. Die Tau haben eine Lösung. Die Tau haben immer eine Lösung. Und wer eben nicht mit ihnen den Krieg haben will, dem schenken sie ganz einfach den Frieden für das höhere Wohl. Abschaum. Ja, hast dich dann wie gesagt abgekniet, reingebissen und dann kannst du sehen, wie Octavius dort auftaucht. Ja, ich begrüße natürlich erstmal meinen Bruder Wilhelm und schlag ihm herzhaft auf die Schulter. Naja, Bruder, wo wart ihr denn? Nun ja, snipern, wie immer. Ja, der Feind scheint nicht besonders schlagkräftig zu sein, aber an Moral scheint es ihm nicht zu mangeln. Und an Hinterhältigkeit noch weniger. Vor allem haben sie sich mit dem Feind eingelassen. Und scheinbar auch der Feind mit ihm, weil, seht hier diese Taugewehre. Deswegen sind wir hier. Wir hatten nicht erwartet, dass ihr hier auch seid. Watch Captain Brand hat zwar gesagt, dass ihr euch aufmachen werdet, aber dass wir euch hier treffen, nun, Zufälle. Der Imperator will es wohl so. Der Imperator hat uns den Weg gewiesen und wir sind ihm gefolgt. Nun, Cry, was habt ihr herausgefunden? Nicht viel. Wollt ihr die Reste teilen mit uns? Wird ihr dann den blutigen Kopf zuwerfen? Ich verfüge nicht über... Ja, sie versucht ein bisschen auszuweichen, wehrt dann den Rest mit der Hand ab. Trotzdem wird ihre Servorüstung mit Blut beschmiert und blickt dich finster an. Ich verfüge selbstverständlich nicht über die Organe, die ein Space Marine hat. Natürlich. Wie ich schon sagte, nicht viel. Ja, Bruder, magst du das an dieser Stelle ausführen? Weißt du, wer Anführer ist? Dann haben wir noch mehr von diesen Arschlöchern zu erwarten. Die Anführer liegt da drüben. Sie wussten nicht mal, auf wen sie schießen. Sie wussten nur, dass wir kommen. Sind denn andere Tau anwesend? Nicht hier. Dieser hier, und er würde auf den Schädel deuten, hat zumindest in letzter Zeit keinen gesehen. Das habe ich mir fast gedacht. An unserem Ziel hat sich nichts geändert. Meine Brüder. An unserem Ziel ist damit Tau-Präsenz zu rechnen? Weißt du da etwas? Dieser wusste nichts. Okay. Trotzdem guter Einfall. Mit dem Ziel meint Cry tatsächlich den Namen, den wir beim letzten Mal rausbekommen haben, bevor wir ihn erschossen haben. Ja, du wirst mir das noch ewig vorhalten, ne? Ich glaube, es ist weiterhin unsere beste Chance, den Vorgängen hier auf den Grund zu gehen. Da bin ich allerdings auch der Meinung. Es ist relativ ungewöhnlich für die Tau, dass sie einfachen Menschen ihre Pulsgewehre in die Hand drücken. Haben sie vielleicht auch nur einfach Zugriff bekommen, weil hier irgendwie ein Lager von hinten war? Nun, selbst wenn Wasser- und Feuerkaste sich auf ihre Kriege eingestimmt haben, werden sie dennoch nicht ihre Waffen für handelsübliche Menschen freigeben. Das ist zutiefst gegen ihre Disziplin und ihre Wertvorstellungen. Er kniet sich so neben dem, den ja, Cry dahingelegt hat. Der hatte ja die Tauwaffe gehabt. Ich denke, dieser hier kann uns bestimmt was erzählen. Nun, er hat immerhin eine Waffe von denen. Solange er nicht in ein Boltergeschoss läuft. Er muss einfach nur kooperativ sein. Ist ihr wie die Tau praktizieren zu kämpfen? Ich hatte bis jetzt noch nicht das Vergnügen. Dann lasst mich euch aufklären. Die Tau praktizieren eine Vielzahl von Kriegertraditionen, doch im Prinzip handelt es sich dabei stets um die Variante von zwei grundlegenden Doktrinen. Die erste heißt Mon Ka, was so viel bedeutet wie tödlicher Schlag. Die Feuerkrieger warten geduldig in einer günstigen Position, oft über mehrere Tage, teilweise sogar Wochen oder Monate. Sobald der ideale Zeitpunkt gekommen ist, entfesseln sie einen tödlichen Angriff gegen den Feind. Die korrekte Aufstellung und das Timing sind dabei selbstverständlich von entscheidender Bedeutung.
Die Tau widmet einem solchen Angriff lange Vorbereitung und ausführliche Aufklärungen, damit sie jeden Aspekt dieses Angriffs unter Kontrolle haben. Ich glaube nicht, dass sie das hier unter Kontrolle haben. Die zweite Doktrin wird als Kaoyon bezeichnet, was als geduldiger Jäger übersetzt wird. In diesem Fall wird ein Lockmittel verwendet, um die Feinde in eine Falle zu locken. Dies kann eine Einheit der Tau sein, aber auch eine verlockende Position, die der Feind einnehmen möchte. Zum geeigneten Zeitpunkt entfesseln die Tau dann einen vernichtenden Gegenangriff, gegen den dann nur wenige bestehen können. Das zweite hört sich hier eher danach an. Nun, aber dies ist keine verlockende Position. Aber es ist, könnte durchaus eine Falle sein. Dass wir hierher gelockt werden. Damit wir hierher gelockt werden. Diese hier den Abschaum jagen, den Planeten aufräumen und dann einen Schlag der Tau erwarten müssen. Nun, diese Mitteilungen sind intern klassifiziert, aber ihr habt die nötigen Freigaben. Ich bin selbstverständlich auch in Kontakt mit der Wasserkaste, mit ihren Unterhändlern. Ich bin so etwas wie eine Tau-Expertin, möchte ich meinen, aber sämtliche Freigaben diesbezüglich auch von meiner Inquisitorin bekommen. Aber ich halte dies zwar für eine Falle, wohl aber war ich bisher nicht der Meinung, dass dies eine Falle der Tau war. Nun allerdings finden wir diese Waffen hier. Ich bin einigermaßen verwirrt. Die Tau werden wissen, dass unser eigentliches Ziel die Stadt ist. Vielleicht haben sie uns hierher gelockt, um unseren Angriffswinkel auf die Stadt zu beeinflussen. Dann werde ich mit Watch Captain Brand die Krone vom Granitfürsten durchleuchten. Dort sollten die Iron Hands meines Wissens nach runtergegangen sein. Das ist richtig. Ich werde euch den Imperial Fist Bruder Wilhelm überlassen. Ich bin der Meinung, dass ihr in den mir vorliegenden Berichten bereits miteinander gearbeitet habt. Ja, das ist korrekt. Und wir schauen uns dann hier in der Gegend um, Brüder, oder was ist euer Plan? Zum Herzen des Feindes vorstoßen und ihn ausquetschen, wie immer, Bruder. Gib mir eine Minute und er würde sich seinen Raven Guard-Helm aufziehen und mit dem Sprungmotor schnell in die Höhe steigen. Und dann würde er sich das Terrain anschauen, welches zwischen uns und der Stadt liegt. Ob wir durch diesen Haken, den wir gerade schlagen mussten, vielleicht in eine ungünstige Position, eine Hinterhaltmöglichkeit gelockt werden sollten. Das war der Grund dafür, dass die sich hier verschanzt haben. Nee, also ihr seid auf der Hauptstraße unterwegs gewesen, direkt in Richtung des Quasi-Zentrums. Noch seid ihr an der Oberfläche, du bist aber auch der Meinung, wenn du so dir die Stadt anguckst, dass es eine schwimmende Insel ist, ist dir schon klar. Sie wächst natürlich nach oben, aber auch nach unten. Das heißt, auch unter Wasser wird es große Bereiche des Hives geben, die betretbar sind. Wo genau sich dann das Ziel von euch befindet, das wisst ihr natürlich nicht. Irgendwo in der Mitte muss er sein. Der Makropolenhauptmann Bromart, wie er euch beschrieben worden ist, also der Anführer der Ballung. Wenn er es denn ist, man müsste dann irgendwo im Zentrum nochmal ein paar loyale Bürger fragen, ob die den kennen. Bis dahin habt ihr sicherlich noch 2 Stunden Reisezeit, wenn ihr euch auf die Bike setzt. Es könnte natürlich sein, Brüder, dass die ganze Stadt die Falle ist. Und dass, wenn wir tief genug vorgedrungen sind, die Tau irgendwie versuchen, diese Stadt zu vernichten. Versenken wäre meine Wahl. Die Frage ist doch ganz einfach. Gibt es hier etwas, was die Tau haben wollen auf diesem Planeten? Ressourcen oder sonst etwas dergleichen, was sie bräuchten. Naja, hat der Planet irgendeinen taktischen Wert? Und ich würde mal, keine Ahnung, kann ich mich erinnern, was ich über diesen Planeten weiß? Kann ich das einschätzen? Ja, du hast selbstverständlich auch ein Briefing bekommen von dem Watch Captain Brand. Und du weißt, dass hier auf alle Fälle Ressourcen abgebaut werden, die tief im Inneren des Erdkerns liegen. Ja, also vor allem Erze. Die braucht man für quasi alles. Promethium kann man ja auch abbauen, das geschieht dann über diese gewaltigen großen Schlangenapparaturen, große Bergbaumaschinen, die Tiamats genannt werden. Über die wird dann das Erz durch dieses Wasser nach oben transportiert, an den verschiedenen Hives dann verarbeitet
und über die Raumstation dann nach oben gebracht und ja, normalerweise dann verhandelt, aber dadurch, dass aktuell Quarantäne herrscht, ist mit Handel nicht mehr so sehr viel. Das Imperium nimmt sich zwar seinen Teil, aber bezahlt halt nichts. Sehr vernünftig. Also es beunruhigt mich, dass wir jetzt schon vermehrt von unterschiedlichen Quellen gehört haben, dass die Bevölkerung hier hungert. Sollte die Quarantäne wirklich so hart sein, dass das Volk hungert? Ich richte meine Frage an die Inquisitorin. Nun, wir sind ja unter uns. Der Feldmarschall ist tatsächlich nun dem Wahnsinn anheimgefallen in seiner Art und Weise, wie er gegen die Tau operiert. Das mag unorthodox klingen, aber er möchte die absolute Loyalität. Nun, und haltet ihr diese Methode für nicht ein wenig übertrieben? Weil so kann er nur Tote befehligen. Wie gilt das in der Inquisition? Ihr seid so lange schuldig, bis ihr mir das Gegenteil beweist. Selbst Unschuld beweist gar nichts. Da müsst ihr euch an jemand anderen wenden. Wenn der Generalfeldmarschall meint, dass er so einen Krieg führen muss, zumindest im Karneskeil, dann werde ich ihm als einfache Inquisitorin das nicht ausreden. Ich meine zwar, dass man anders hätte operieren können, aber gerade wenn man so unterdrückt, dann hat die Wasserkaste es umso leichter, die Bürger des Imperiums auf die andere Seite zu ziehen. Das fürchte ich auch. Watch Captain Brand, vielleicht solltet ihr mal ein Wort mit ihm reden darüber, wenn diese Affäre hier vorbei ist. Da würde ich mich gerne anschließen, Watch Captain, wenn das möglich ist. Das werde ich tun. Ich habe schon das ein oder andere Mal mit ihm gesprochen. Vor allem, um die Interessen des Salamanders durchzusetzen. Aber ich bin vor allem aktuell eingesetzt als Watch-Captain der Death Watch und vertrete die Interessen der Inquisition, nicht des Salamanders. Aber ich habe, wie gesagt, schon mit ihm gesprochen und er ist tatsächlich von so etwas wie Wahnsinn durchdrungen. Warum wurde er dann noch nicht abgesetzt? Wahnsinn führt doch eh nur zum Bruch beim Imperium. Weil der Karneskeil Erfolge erzielt, im Gegensatz zu den anderen beiden. Vor allem der nördliche Keil hat gegen die Tyranniden arge Probleme. Der Karneskeil gegen die Tau macht sich relativ gut. Also gut, ich überlasse euch den Bruder Wilhelm. Wünsche euch viel Erfolg. Ich werde mit der Inquisitorin in Richtung Norden vorstoßen. Wir werden uns dort vielleicht wiedersehen. Achtet auf euch, Brüder. Der Imperator beschützt. Tja, und so könnt ihr sehen, wie die Inquisitorin ein Zeichen gibt. Plötzlich, ja, nach grob 10 Sekunden könnt ihr ein gewaltiges Donnern hören. Über euch schwebt dann ein Thunderbird, der einige Seile herunterlässt und, ja, eingehakt werden sich Watch Captain Brand und die Inquisitoren dann nach oben ziehen und im Himmel verschwinden. Wir haben doch jetzt noch lebendige PVS-Soldaten hier, ne? Genau. Adriel Quist hat die Pulskanonen mitgenommen, die hat sie eingesackt, aber die Überlebenden, die liegen vor euch. Zwei sind schwer beschädigt durch den Watch Captain und der andere ist hat eine blutige Schädelplatte, aber ja, also das passiert halt wach, wenn man einen Bolterstoß, generell irgendeine Waffe, die dann gegen den Schädel von jemandem getrümmert wird, damit er ohnmächtig wird, das passiert dann halt. Mit der Kraft von Space Marine. Ja, Brüder, lasst uns die Gefangenen befragen. Wir müssten rauskriegen, wo sie ihre Tauwaffen herbekommen haben. Das ist uninteressant. Wir müssen wissen, wo der Hauptmann ist. Wir müssen beides wissen. Naja, wer von euch versteht sich denn am besten auf das Verhören der einfachen Mitbürger? Ich kann sie verhören. Ich weiß nur nicht, ob sie es überleben. Vielleicht lässt du deine Waffe diesmal im Holster. Ich bin mehr interessiert an ihren Informationen als an ihrem Leben, wenn ihr versteht, was ich meine.
Nun, sie haben eben immerhin gegen uns gekämpft. Das ist ja verdient schon den Tod. Da hast du recht.